Leute, es ist ernst, wir müssen reden. Und zwar über das Thema Nachhaltigkeit. Sicherlich hast du dir auch schon Gedanken darüber gemacht, was deine Weltreise für die Umwelt bedeutet und dir vielleicht auch Gedanken dazu gemacht, wie du dich möglichst nachhaltig verhalten kannst auf deiner Reise und was du dafür tun kannst, dass dein CO2-Fußabdruck möglichst gering ist. Ich werde dir heute vorstellen, welche Gedanken ich mir dazu gemacht habe und warum der CO2-Fußabdruck eigentlich völliger Blödsinn ist. Grundsätzlich vorab, wer reist, verursacht CO2. Das bleibt einfach nicht aus. Denn wie sollst du dich sonst fortbewegen, wie sollst du sonst leben können? CO2 entsteht ganz einfach durch deine Reise. Und wenn du Fernreisen machst, fliegst du in der Regel dorthin, weil du nicht zu Fuß dorthin laufen wirst oder in der Regel nicht mit dem Fahrrad dorthin fahren wirst. Natürlich gibt es einige Abenteuerlustige, die mit dem Fahrrad zum Beispiel Afrika durchqueren. Da gibt es auch wunderbare Beispiele und echt tolle Filme dazu. Aber das ist nicht die Regel. In der Regel setzt du dich in ein Flugzeug rein und wirst dorthin fliegen und verursachst CO2. Diese Emissionen gehen in die Luft und da kannst du tun und machen, was du willst. Sie bleiben in der Luft. Du kannst kompensieren, du kannst spenden, es wird nichts bringen. Das CO2 verschwindet dadurch nicht aus der Luft. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, das Reisen bildet. Es gibt ein schönes Zitat dazu von Mark Twain, zugegebenermaßen aus einer ganz anderen Zeit stammt es. Reisen ist tödlich für Vorurteile und genau das stimmt. Denn wenn du andere Kulturen erfährst und erlebst und mit den Menschen zu tun hast, wirst du nicht nur die Schönheit der Natur erleben, sondern auch diese Menschen kennenlernen. Du wirst ihre Bedürfnisse kennenlernen und sie besser verstehen. Du wirst insgesamt weltoffener. In der Regel habe ich das bei allen Reisenden, die schon mal Fernreisen gemacht haben, genau das erleben können. Diese Menschen sind weltoffener für Kulturen, für andere Menschen und wissen aber auch die Schönheit der Natur zu schätzen. Ich habe ein hohes Bewusstsein für Umwelt und für Klima, was insbesondere durch das Reisen gekommen ist. Das klingt erstmal komisch, aber genau so ist es. Weil ich dadurch erfahren konnte, wie schön und wie schützenswert diese Natur ist, habe ich ein anderes Verständnis für Klima- und Umweltschutz dabei entwickelt. Es gibt natürlich die Chaoten, die irgendwo hinfliegen und noch mehr Müll dort liegen lassen. Es gibt da eine beliebte Baleareninsel, wo viele Deutsche im Sommer auch hinfliegen und aus Plastikstrohhalm trinken. Ich glaube, das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Aber dort wird unendlich viel Müll dabei produziert. Das Sonnenöl wird völlig ungefiltert auch in die Meere mit reingetragen. Was dort alles drin versenkt wird, ich will es gar nicht wissen. Das ist natürlich nicht nur auf einer kleinen Baleareninsel, wo viele Deutsche teilweise auch Chaoten hinfliegen und sich völlig zusaufen, sondern auch woanders ist das der Fall. Wenn Tourismus irgendwo ist, entsteht Müll automatisch. Ich will damit gar nicht sagen, dass gar kein Müll entstehen würde. Gerade die Länder des globalen Südens haben ein unheimliches Problem mit Müll und verbrennen den teilweise auch einfach offen auf der Straße. Das sind natürlich Dinge, die einfach überhaupt nicht schön sind, auch nicht mit deutschen Klima- und Umweltstandards einhergehen dabei. Aber will man es deswegen anprangern? Nein. Man kann aber diese Regionen fördern. Und genau das machen wir mit Tourismus. Die Länder des globalen Südens leben vor allem vom Tourismus. Thailand, Indonesien, you name it. Ihr kennt die ganzen Länder, die habt ihr sicherlich auch alle schon bereist. Und kennt es vor Ort. Ihr bringt als Touristen dort das Geld hin und unterstützt die Wirtschaft. Und so können diese Länder auch wachsen und auch strukturell sich verändern und verbessern. Und die Menschen, die dort die Einnahmen dabei erzielen, haben auch wieder ganz andere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und können sich auch noch anders bilden. Und genau das ist wieder auch ein wesentlicher Faktor dafür, das Klima positiv zu beeinflussen. Auch das klingt wieder komisch. Du reist, aber beeinflusst das Klima durchaus positiv mit deinem Handeln. Flugreisen machen insgesamt nur 3% der weltweiten Emissionen aus. Das klingt jetzt nicht viel. Es ist etwas mehr als Deutschland als Land es hat. Und deswegen heißt es trotzdem nicht, wir können es ja komplett vernachlässigen. Ein einzelner Flug verursacht aber mehr als ein durchschnittlicher Mensch weltweit global an Emissionen verursacht. Reine CO2-Emissionen liegen bei 3 bis 4 Tonnen. Und ein durchschnittlicher Mensch verursacht um die ca. 4 Tonnen. Wenn du die CO2-Äquivalente, also Methan, Fluorkohlenwasserstoffe und so weiter noch mit reinrechnest, dann kommst du auf höhere Emissionen, liegst bei 5 bis 6 und damit mehr als ein Mensch im Durchschnitt verursacht. Und wenn man sich das einmal noch vergegenwärtigt, wie viel ein einzelner Flug schon alleine verursacht und wie viel das Gesamtbudget der Flugreisen ausmacht, zeigt es, welch ein Privileg wir haben. Wir Europäer, wir Deutschen und ich, der auf meine Weltreise gehen werde und du, der demnächst wahrscheinlich auch auf Weltreise gehst oder vielleicht schon auf Weltreise bist. Wir haben ein unheimliches Privileg und das sollten wir vor allem sinnvoll nutzen. Von daher solltest du gewissenhaft damit umgehen und es sinnvoll auch einsetzen. Natürlich gehört auch Spaß zu reisen und man sollte jetzt nicht nur immer völlig andächtig durch die Gegend wandeln. Aber sei dir ganz einfach deines Privilegs bewusst.
Ich werde es auf meiner Weltreise so machen, dass ich soziale Projekte vor Ort unterstütze und damit einen Beitrag für die lokalen Menschen dort leisten werde. Ich werde lokal etwas einkaufen und zum Beispiel ein Waisenhaus dann Fußball hinbringen, T-Shirts hinbringen, Stifte zum Malen, Hefte zum Lernen in der Schule. Wirklich Dinge des alltäglichen Lebens, die dort gebraucht werden. Also Kleidung, Medikamente, Spielzeug, das sind Dinge, die für uns völlig selbstverständlich sind, in diesen Regionen aber nicht immer. Und wenn du dein Privileg sinnvoll nutzen möchtest, kannst du auch so handeln. Es muss nicht immer, wie gesagt, die Kompensation sein, die relativ anonym irgendwo hingeht. Du kannst vor Ort auch selbst solche Einrichtungen aufsuchen und diese unterstützen. Was kannst du noch machen, um vor Ort bzw. während der Reise deinen CO2-Fußabdruck, auf den ich später nochmal etwas detaillierter eingehen werde, etwas zu minimieren? Du kannst Fahrgemeinschaften bilden. Das heißt, wenn du einen Mietwagen hast, biete ihn doch an, in Facebook-Gruppen zum Beispiel. Natürlich solltest du auch der Typ dafür sein, dann eine Reisebegleitung dabei auch zu haben. Wenn du explizit alleine verreisen willst, solltest du dir auch nicht unbedingt den Spaß daran verderben an deiner Reise, weil das ja auch eine wertvolle Zeit für dich ist. Zumal sie häufig auch dann einfach nur Urlaub ist und nicht nur Reise. Aber wenn es sich anbietet, biete Mitfahrgelegenheiten an oder guck in Facebook-Gruppen, ob es jemand anbietet und dann macht ihr gemeinsam den Roadtrip von Sydney nach Melbourne zum Beispiel. Wenn du vor Ort bist, kauf auch möglichst lokal ein. Das heißt, wenn du abends ein Feierabendbierchen trinken möchtest, trink in Indonesien lieber das Bintang, als dass du dir ein deutsches Warsteiner dort oder irgendeine andere Marke, es gibt ja beliebig viele, dort dir kredenzen lässt und dieses genießt. Kaufe lokal ein und genieße am besten auch die lokalen Speisen. Ebenso gehört es dazu, dass du auch Müll vermeidest. Also schon gar nicht, das ist ein absolutes No-Go, diesen Müll wegzuwerfen, einfach in die Umwelt reinzuwerfen. Das gehört sich aber auch schon in Deutschland nicht und sollte selbstverständlich sein. Vermeide aber auch vor Ort den Müll. Lass dir keine Plastiktüten mitgeben. In vielen Ländern ist es so, dass dir Plastiktüten am Ende des Einkaufs gegeben wird, beziehungsweise dass auch direkt dort mit eingepackt wird. Nimm dir selber einen Beutel mit. Ich zum Beispiel werde ein paar Leinenbeutel mitnehmen und diese für meine Einkäufe dabei auch nutzen und mir meine Sachen dort reinpacken lassen. In einigen Ländern, zum Beispiel in Tansania, ist es beispielsweise auch untersagt, Plastiktüten zum Tragen mit zu importieren. Das heißt, die werden ja am Flughafen wahrscheinlich direkt mit abgenommen. Die kleinen Zipper sind natürlich erlaubt. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, Müll zu vermeiden. Du kannst festes Duschgel zum Beispiel mitnehmen, was einfach den Plastikmüll auch schon mal vermeidet. Du kannst auf vegane Produkte zurückgreifen, beziehungsweise auf nachhaltig hergestellte Produkte. Ich selbst habe dabei auch einige. Ich habe mir eine Bambuszahnbürste dafür geholt für die Reise, keine Plastikzahnbürste. Du kannst einen speziellen Zungenschaber dir beispielsweise auch besorgen, der nicht aus Kunststoff ist. Du kannst eine Trinkflasche mitnehmen, um so auch den Plastikmüll zu reduzieren, indem du dir das Wasser entsprechend dabei mit auffüllst. Also es gibt viele Kleinigkeiten, die du mitnehmen kannst oder auch ein Mehrweggeschirr, was du dir mitnehmen kannst, so eine kleine Box zum Zusammenfalten, um dort dann auch dein Essen darin dir mitzunehmen, anstelle von Einweggeschirr. Was aber auch möglich ist, was du machen kannst, wenn du vor Ort eine Plastiktüte vielleicht doch mit dabei hast, und zwar genau eine, die du dann beim Einkauf vielleicht mal irgendwo bekommst, und dann das umfüllst in deinen Leinenbeutel und den Plastikbeutel dann für etwas anderes nutzt, nämlich dafür, dass du dann Müll, wenn du irgendwo rumliegst, ganz einfach ihn aufhebst und den darin aufsammelst und wegschmeißt. Es ist ein kleiner Beitrag, aber vielleicht ein sinnvoller Beitrag, den du ganz einfach leisten kannst, wenn du auf Reise vor Ort bist. Das ganze Thema Fair Travel ist auch wichtig. Du musst dir dessen bewusst sein, dass du, wenn du deine Weltreise machst, zu Gast bist. Du bist zu Gast bei diesen Menschen. Du bist aber auch zu Gast bei den Tieren. Wenn du auf eine Safari gehst, zum Beispiel im Krüger Nationalpark, wirst du zu Gast in deren Wohnzimmer sein. Dann sind die Tiere nicht bei dir, du bist bei den Tieren. Und wenn du das im Hinterkopf behältst, dass du dort zu Gast bist, kannst du vielleicht schon mit einem anderen Mindset reingehen und dein Verhalten etwas nachhaltiger anpassen. Tiere in der freien Wildbahn zu beobachten ist unheimlich faszinierend und ein richtig geiles Erlebnis. Definitiv eines der spannendsten Erlebnisse, die ich auf meinen Reisen bisher hatte in Südafrika und auch jetzt demnächst wieder haben werde, wenn ich in Afrika meine Reise starten werde. Achte aber darauf, dass du nicht irgendwo hingehst, wo Tiere dir vorgeführt werden, auf denen du reiten kannst oder mit denen du schwimmen kannst oder irgendetwas anderes. Das ist in der Regel nicht artgerecht. Achte darauf, dass eine artgerechte Haltung vorliegt, beziehungsweise insgesamt artgerecht mit den Tieren umgegangen wird. Elefanten reiten, Kamel reiten, es gibt so vieles, was angeboten wird und Touri-Fallen ganz einfach sind. Achte darauf, dass es zum Tierwohl alles passiert, was dort mit den Tieren und mit dir gemacht wird.
Da spielt natürlich auch das Thema Gesundheit mit rein. Dazu hatte ich ja schon in meinem anderen Video, was ich dir hier oben gerne noch einmal verlinke, auch schon was gesagt. Du kannst bei deiner Buchung bereits schon darauf achten, dass du zum Beispiel bei Booking solche Unterkünfte bevorzugst, die ein hohes Nachhaltigkeitslevel haben. Da gibt es drei Level, also 0, 1, 2, 3, 4 sind es dann insgesamt, die bei Booking angezeigt werden und entsprechend mit so einem grünen Blättchen dabei ausgewiesen werden. Ich habe bei meinen Buchungen darauf geachtet, wenn ich die Wahl hatte zwischen zwei und diese nicht unheimlich viel teurer war, diejenige Unterkunft zu nehmen, die ein höheres Nachhaltigkeitslevel hatte. Ob es letztlich was bringt, sei jetzt dahingestellt, aber wenn ich die Wahl habe, mache ich es. Kommen wir jetzt noch einmal zu dem spannenden Thema Fußabdruck. Ich werde dir zeigen, wie hoch mein Fußabdruck ist, wie man ihn kritisch diskutieren kann und was das insgesamt für meine Reise bedeutet, aber ich werde dir auch sagen, warum der CO2-Fußabdruck eigentlich völliger Blödsinn ist. Doch jetzt muss ich die Zahlen ein wenig ablesen, ich habe es mir hier schon mal alles vorbereitet. Ich will einfach mal sagen, welche Werte ausgespuckt werden. Ich habe meinen CO2-Fußabdruck gemäß Google dabei berechnet und da kam raus 6372 Kilogramm, also 6,3 Tonnen. Um das mal ein bisschen zu relativieren, der durchschnittliche Mensch verbraucht global 4,7 Tonnen. Das heißt, hier liege ich um ca. 50% oberhalb von dem, was ein Mensch durchschnittlich pro Jahr verbraucht, global. Der Durchschnittsdeutsche liegt um die 10 Tonnen, mal sind es 8, mal sind es 11. Da gibt es auch verschiedene Ansätze bzw. verschiedene Quellen. Das heißt, ich habe mit meine Flüge, die ich insgesamt auf der Reise habe, nur CO2 laut Google schon entsprechend mein Jahresbudget ausgeschöpft. Hinzu kommen Züge in Laos und Vietnam, 320 bzw. 100 Kilometer, die ich dann noch einmal mit eingerechnet habe. Übernachtung habe ich 185 Tage, weil ich häufig auch auf den Flügen dann schon selbst unterwegs sein werde und keine Übernachtung brauche. Fürs Auto komme ich auf insgesamt 6840 Kilometer, die ich fahren werde. Das heißt, in diesen 6 Monaten werde ich durchschnittlich um die 1 bis 1200 Kilometer oder so etwas fahren dann pro Monat. Gucken wir jetzt einmal auf die Bilanz. Das Auto habe ich jetzt auch mit Durchschnittswerten, also wir sind jetzt hier mit den Werten, die ich nenne, bei einer Scheingenauigkeit, die man so gar nicht erreichen kann. Aber letztlich geht es darum, das Ganze auch dann nochmal qualitativ zu bewerten. Für das Auto komme ich auf ungefähr 172,8 Kilogramm, also 0,1 Tonnen. Das ist erstaunlich wenig, wie ich denke, dass für das Auto nicht sogar noch etwas mehr dabei mit anfällt. Aber was dabei natürlich zu Buche schlägt, ich habe nicht die 6800 Kilometer genommen, sondern ich habe meine Fahrleistung hier in Deutschland schon mit gegengerechnet, weil ich dieses halbe Jahr hier zu Hause nicht Auto fahren werde in der Zeit. Hier in Deutschland komme ich auf ca. 5400 in 6 Monaten. Ich liege knapp unter 1000 Kilometer pro Monat Fahrleistung, die ich hier bringe. Das heißt, übrig bleiben 1440 und diese machen rund 172 Kilogramm aus. Das heißt, hätte ich die gesamte Summe genommen, wäre ich bei etwas mehr als einer halben Tonne sogar. Durch den Gegenrechnungseffekt, was jetzt kein Greenwashing ist, sondern tatsächlich so ist, ich muss ja nur das reinrechnen, was mehr ist. Für Busse komme ich auf ca. 7,5 Kilogramm. Für Züge auf ca. 13,4 Kilogramm, für die Fähren, die ich nutzen werde, einmal in Costa Rica und einmal Neuseeland. Neuseeland habe ich übrigens halbiert, weil ich dort begleitet werde, komme ich auf 8,7 Kilogramm. Für die Übernachtung komme ich auf 3,7 Tonnen ca. Auch hier könnte ich wieder gewisse Effekte dagegen rechnen, weil ich teilweise auch begleitet werde. Also da kann man vielleicht am Ende des Tages leicht abrunden. Auch das sind grundsätzlich schon mal Durchschnittswerte. Weil ein Hostel verbraucht ungefähr so viel wie ein 4-5-Sterne-Hotel, 2-3 Sterne sind etwas weniger taxiert. Aber auch hier ist es wirklich sehr, sehr individuell, wie das Hotel das überhaupt dann auch macht. Also wir sind sowieso schon grundsätzlich in einer Scheingenauigkeit unterwegs, weil man das gar nicht so genau sagen kann. Aber letztlich komme ich in meiner Bilanz auf 3,9 Tonnen, also knapp 4 Tonnen, die ich verbrauchen werde in diesem halben Jahr, zusätzlich zu den Flügen, die ich haben werde. Jetzt kann ich aber noch weitere Effekte gegenrechnen. Ich habe ja wie gesagt die Übernachtung bei mir auch mit eingerechnet. Die genaue Berechnung, die kann ich euch, wenn es interessiert, auch nochmal dann separat nochmal geben, beziehungsweise unten in die Infobox mit reinschreiben, wie ich auf die Werte gekommen bin dabei. Wenn ich die Werte von zu Hause jetzt gegenrechne, weil das muss ich ja auch machen, ich werde in der Zeit zu Hause keinen Strom verbrauchen, ich werde keine Wohnung haben, beziehungsweise entsprechend dann alles auch ausstellen, dass kein Wasser verbraucht wird in der Zeit, kein Strom verbraucht wird. Und das sind genau die Werte, die ich gegenrechnen kann. Ich werde zu Hause entsprechend ca. 900 Kilowatt Strom einsparen, was 390 Kilogramm ca. sind. Ich werde an Heizung sparen, weil auch noch ein Teil in die Heizperiode reinfällt, was auch nochmal rund 1300 Kilowattstunden sind, was 260 Kilogramm CO2 dabei auch entspricht. Das Warmwasser, da werde ich entsprechend was einsparen in Höhe von 3 Kilogramm.
beim Kaltwasser ca. 300 Kilogramm für die Aufbereitung und teilweise dann zum Heizen beim Warmwasser. Das sind alles Werte, die Durchschnittswerte sind, die ich auch im Internet gefunden habe, aus seriösen Quellen, die ich da einfach mit eingerechnet habe. Und so komme ich auf einen Wert von rund 1000 Kilogramm, also rund einer Tonne, die ich abziehen kann durch das, was ich zu Hause in der Zeit einspare in Deutschland. Ich komme damit auf eine Differenz von ca. 2800 Kilogramm, also 2,8 Tonnen ohne die Flüge. Wenn ich die Flüge jetzt hinzurechne, also diese 6372 Kilogramm, komme ich auf 9238,4 Kilogramm, also 9,2 Tonnen in diesem halben Jahr. Das ist natürlich unheimlich viel. Die Flüge habe ich kompensiert entsprechend nach den Google-Angaben. Ich bin dafür auf Atmosphäre gegangen, habe die 6,372 Tonnen eingegeben und habe dafür, ich binde euch das Zertifikat mal mit ein hier an der Stelle, meinen Betrag dafür geleistet. Jetzt gibt Google die Werte nur rein für CO2 an, Atmosphäre gibt andere Werte aus und ein Wert ca. dreimal so hoch dabei mit aus. Auch hier sind sich allerdings die Quellen nicht hundertprozentig einig, ob es 60% mehr sind, was Google sagt, oder vielleicht doch etwas weniger die CO2-Äquivalente, oder ob es doch bis hin zum dreifachen Faktor geht, was Atmosphäre dabei ausweist. Natürlich will Google, wenn es Flüge anbietet, das möglichst gering halten, Atmosphäre möglichst hoch, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Ich habe dadurch, dass ich kein Aufgabegepäck habe, auch nochmal eine gewisse Einsparung. Die liegt bei dem Gewicht, was ich dabei hätte, ca. 15 bis 20 Kilogramm, dann vermute ich bei ca. 1,5%. Das heißt, hier kann ich von diesen 6,3 Tonnen noch einmal 95 Kilo, also rund 100 Kilogramm, 0,1 Tonnen auch nochmal abziehen. Das ist nicht der große Batzen, aber ich will den Wert ja mal möglichst genau durchrechnen, um dann zu sehen, was am Ende des Tages dabei herauskommt. Es bleiben dann noch offen, auf alle Fälle 2,7 Tonnen, die ich nicht kompensiert habe, die vorwiegend dann irgendwo aus den Aktivitäten vor Ort dabei resultieren, beziehungsweise auch aus den Flügen. Jetzt habe ich den Betrag nach Atmosphäre, kann ich damit genau auf 63 Euro dabei kommen, was jetzt nicht so viel ist. Ich habe vorher rund 150 Euro, das wie gesagt, hatte ich euch ja schon eingeblendet, schon kompensiert. Ich könnte 60 Euro mehr kompensieren und wir hätten dann ein komplett reines Gewissen. Allerdings kann ich auch sagen, das zählt alles als das Dreifache, jetzt nach der Rechnungsart von Atmosphäre, und komme auf bis zu 503 Euro. Das heißt, ich müsste theoretisch noch irgendwo zwischen 60 und 500 Euro irgendwo kompensieren. Wenn ich so ungefähr so einen Mittelwert daraus nehme, kann ich für mich zumindest dann sagen, ich werde das über Spenden in sozialen Projekten, wo ich mir ca. 50 bis 100 Euro ungefähr andenke, und das werde ich zwei, dreimal machen, auch wieder ein reines Gewissen haben. Das geht jetzt auch nicht komplett in Klimaprojekte rein, aber, und das ist jetzt ein Thema für sich, Wohlstand und Bildung hängen zusammen und gleichzeitig auch das mit Emissionen, aber auch mit Klimabewusstsein dabei. Und da kann man etwas dafür leisten, wenn man zum Beispiel Schulen in Afrika unterstützt, ist es indirekt auch etwas, was dem Klima zugutekommt. Jetzt kann ich natürlich mit Greenwashing rangehen und sagen, ich habe die letzten zwei Jahre extrem viel eingespart, weil ich auch schon ein erhöhtes Klimabewusstsein hatte. Und diese Einsparung, die rechne ich jetzt einfach gegen meine Weltreise dabei gegen. Aber das ist natürlich komplettes Greenwashing und ein sogenannter Rebound-Effekt. Ich habe etwas eingespart und kann dadurch mit gutem Gewissen woanders wieder einfach Emissionen raushauen. So würde das nicht funktionieren, aber das ist zum Beispiel Greenwashing, was häufig auch mit Produkten geschieht, die euch angeboten werden, wo dann draufsteht CO2-neutral oder was auch immer. Und dieses Greenwashing möchte ich, wie gesagt, nicht machen. Offen sind diese 2,3 Tonnen, die ich irgendwo reinbringen muss und wie gesagt über Kompensation. Damit kann ich etwas Gutes tun. Die Emissionen, die ich rausblase in dieser Zeit, werden dadurch nicht verschwinden. Wenn ich etwas machen würde, dass diese Emissionen verschwinden, direkt und sofort, dann hätte ich etwas dafür getan. Aber sie verschwinden halt nicht. Und das ist genau die Krux an der Sache, warum ich so viel rechnen und kompensieren kann, wie ich will. Ich tue der Umwelt definitiv nichts Gutes, zumindest rein auf den CO2-Fußabdruck gerechnet, wenn ich fliege. Aber ich kann über diese Kompensation etwas Gutes tun. Kommen wir nur noch einmal dazu, warum der CO2-Fußabdruck völliger Blödsinn ist. Der CO2-Fußabdruck zeigt dir als Individuum auf, wie schlecht du dich verhältst und was für ein Umweltsünder du mit deinem Verhalten bist. Aber welche Möglichkeiten hast du? Es gibt ja viele bekannte Klimaschützer weltweit und wenn man dort einmal schaut, wie die leben und was die für einen Lebensstil haben, auch die fahren mit der Bahn, auch die fahren teilweise mit dem eigenen Auto oder fahren in einem Auto mit und kaufen im Supermarkt etwas ein, einfach weil wir keine anderen Möglichkeiten hierzulande haben. Und auch diese werden ihren CO2-Fußabdruck nicht auf Null senken können. Und da ist es egal, ob diese Person in Schweden oder in Deutschland oder woanders sitzt, sie wird den CO2-Fußabdruck nicht auf Null senken können, einfach weil die Infrastruktur nicht gegeben ist und weil die Produkte, die uns angeboten werden, immer mit einem gewissen CO2-Fußabdruck behaftet sind. Wir können tun und lassen, was wir wollen, wir werden es nicht schaffen.
Der eigentliche Verursacher, den CO2-Fußabdruck, das müsste eigentlich umgedreht werden, nämlich auf denjenigen, der den CO2-Fußabdruck ursprünglich mal erfunden hat. Ich möchte auch nicht zu politisch werden, und das ist eigentlich die geilste Verschwörungstheorie, die es überhaupt gibt, dass ein Mineralölkonzern, der Hauptverursacher, BP war es damals, den CO2-Fußabdruck erfunden hat, um uns Menschen vorzuzeigen, wie schlecht wir doch mit unserem Verhalten sind. Ich will damit nicht sagen, dass wir jetzt alle jubelnd loslaufen können und möglichst viel rausblasen können. Das CO2 bleibt drin und das ist schlecht. Aber die Krux liegt woanders. Es wird uns nichts anderes angeboten. Sollen wir uns deswegen einschließen? Nein. Sollen wir uns deswegen jetzt sorglos verhalten? Auch nein. Wir müssen ein gesundes Mittelmaß finden. Von daher, eine Weltreise kann ich grundsätzlich nicht verurteilen. Aber seid euch dessen bewusst, welches Privileg ihr habt, und nutzt dieses Privileg. Und setzt es sinnvoll ein, unterstützt lokale Projekte, soziale Projekte, vermeidet euren Müll vor Ort und vermeidet euren CO2-Fußabdruck, auch wenn der, wie gesagt, eigentlich ein ziemlich perfides Konzept ist, möglichst vor Ort. Denn so könnt ihr letztlich mit relativ reinem Gewissen eure Reise auch unternehmen und diese auch genießen. Was bringt es, wenn ihr nur zu Hause sitzt, die Umwelt schützt, aber von dieser Umwelt und von dieser Welt nichts habt, von dieser Schönheit dieser Welt? Ich möchte diese für mich nutzen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen egoistisch. Ich bin mir aber dessen bewusst, welches Privileg ich habe. Ich weiß auch, was ich rausrotze an Emissionen, und ich weiß aber auch, was ich tun kann, um zumindest mein Gewissen zu beruhigen und so zumindest einen kleinen Gegeneffekt dabei zu haben. Wie gesagt, das Thema Umwelt und Klima, was mir am Herzen liegt, ist ein anderes, ist ein größeres, und ich möchte jetzt auch das nicht unnötig politisieren. Es gehört aber an anderen Stellen diskutiert und geklärt. In diesem Sinne hoffe ich, dass du deine Weltreise genießen kannst und sie aber auch gewissenhaft einsetzt und dir über dein Privileg im Klaren bist und es auch sinnvoll einsetzen wirst. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Video.